Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und da die Yulebox-Suche, die aktuell im Winter-Event integriert ist, doch noch einige Fragen offen gelassen hat, habe ich dieses Video hier aufgenommen, um euch das Ganze so ein bisschen zu erleichtern und vor allem, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Denn ihr könnt 40 Yuleböcke pro Tag finden, in jedem der 5 Gebiete jeweils 8. Und wie stellt ihr das am besten an? Wenn ihr ein Gebiet betretet, seht ihr anhand der Lichtsäule, wo sich der erste Yulebock befindet. Achtet einfach auf die leuchtende Kugel, die von dem Strahl aus in Richtung des ersten Yulebocks fliegt und folgt ihm so gut ihr könnt, um das Gebiet ein bisschen kleiner einzugrenzen. Wenn sich die kleinen Yuleböcke vom großen Bock entfernen, folgt ihr am besten der größten Gruppe an Yuleböcken, um möglichst schnell ein oder sogar direkt zwei der kleinen Böcke zu finden und die Suche damit auch erheblich zu verkürzen. Habt ihr die drei zum großen Bock zurückgebracht und das kleine Minispiel mit dem großen Bock absolviert, fliegt vom Bock erneut die Kugel wieder zurück zum Strahl und dann heißt es schnell sein. Am besten guckt ihr schon, dass ihr möglichst nah an den Richtstrahl kommt, gerade in Gebieten wie Silverglade oder auch in Veydale kann das schon mal ein bisschen schwieriger sein. Versucht ein freies Sichtfeld auf den Strahl zu bekommen, um die nächste Kugel wieder zu sehen, denn die wird euch wie beim Anfang auch direkt den neuen Standort des nächsten Yulebocks zeigen. Solltet ihr den neuen Stern oder den neuen Yuleberg damit verpasst haben, könnt ihr euch einfach an Ort und Stelle reloggen, schaut auf den Strahl, denn sobald ihr euch einloggt, fliegt der Stern erneut in Richtung des Yulebocks. Habt ihr dann alle 8 Yuleböcke in einem Gebiet gefunden, gilt das Gebiet als abgeschlossen, was ihr auch an der Zahl, an der 0 von 8, die hier nämlich für die verbleibenden Yuleböcke im Gebiet steht, dadurch angezeigt wird. Außerdem könnt ihr das auch daran erkennen, dass der Richtstrahl verschwunden ist und erst am nächsten Tag wieder an der Ort und Stelle auftaucht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und eure Yuleböck-Suche ein bisschen beschleunigen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Solltet ihr dennoch Probleme haben mit der Yulegold-Suche, schaut einfach hier auf diese Map, da habe ich alles nochmal ein bisschen genauer aufgelistet, wo ihr die Yulegolds finden könnt, wo die Portale sind. Wenn ihr die Map euch runterladen wollt, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung und ihr kommt direkt zur Map.